Da ist Jolt. Ich guck trotzdem mal schnell hier auf die Spitze. Da hinten ist noch ein Häusli. Irgendwelche Gockel. Und da hinten ist ein Schiff. Da gehen wir mal gucken. Ist das die Insel, bei der wir waren? Ja, da waren wir schon. Berserker-Insel. Ja, ja, ja. Da haben wir die Kralle hergeholt. Ich habe ihren Namen vergessen. So, danke fürs Fleisch. Und bei dem Schiff waren auch noch Banditen. Ich erinnere mich dran. Und diese Banditen haben etwas sehr, sehr Wertvolles dabei. Nämlich Erfahrungspunkte. Und die brauchen wir ganz dringend. So. Und so. Dann schauen wir mal. Ich muss auch mal irgendwann gucken mit Waffen aufbessern und sowas. Ich bin momentan zufrieden mit der Waffe, aber da müssen wir nochmal gucken, was da noch so geht. Ob da noch was geht. Vor allem mit den Special-Waffen weiß ich gar nicht, ob das überhaupt geht. Aber wenn was geht, würde ich wissen, wie es geht. Ja, hallo Banditen. Kann sein, dass sie uns fertig machen. Vor allen Dingen, weil ich immer so geizig bin mit Heilung und so. Huch. Bei dem ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Da sagst du was. Weil man bei dem ganzen Mist schnell auch was vergisst. Guck mal, der ist auch schön. Kämpfe dulde ich hier nicht. So, ich will nämlich keine Fernkampfwaffe hier im Einsatz haben. Dich hole ich mir. So. Die hatten uns letztes Mal nämlich sofort angegriffen, als wir beim Boot waren. Deswegen weiß ich, dass die hostile sind, auch wenn die gesagt haben, kämpfe dulde ich hier nicht. Aber die haben uns halt sofort angegriffen. Dafür, dass sie keine Kämpfe dulden, mögen die ganz gerne Kämpfe. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben. Ja, die sind die Meere bereist, ne, mit diesen riesigen, riesigen, sehr schweren Kolossen. Und, Punkt. Ich glaube, das war's. Mehr war da nicht dabei. Auch viele Waren von A nach B transportiert und so. Da sehe ich schon wieder Erz. Wenn dieser Klumpen hier mein Feind wäre, wäre er mein Erzrival. Und das war's hier auf dem Schiffchen. Ich glaube, wir haben letztes Mal schon was mitgenommen, ne? Ja, gut, dann ist das Lager jetzt auch clean. Wir haben 300 XP bekommen, das ist ja auch schon mal schön. Die waren quasi geschenkt. Mehr gibt's hier aber nicht, naja. Ich würde gerne auch reingehen in so einen alten Kahn, aber der liegt halt so schräg, ne? Da wird es, glaube ich, schwierig, den zu erforschen. Na gut. Na gut, na gut. Dann haben wir die drei Verbanden haben wir auch. Und dann gehe ich mal zurück zu den anderen Strukturen. Ich habe bald das Gefühl, dass wir mehr gegen die Weltbevölkerung tun als der Meteorit. So wie wir herumlaufen, so marodierend. Und dann rüber. Wo waren das? Ich glaube, da waren wir schon. Aber inzwischen bin ich mir bei allem nicht mehr so sicher, weil wir schon an so vielen Orten waren, dass ich es halt nicht genau weiß. Ich laufe mal an der Küste entlang. Ich glaube nicht, dass sowas ist, aber wer weiß. Ja, da ist nichts außer einem sehr lauten Geräuschpegel. Ne, da waren wir noch nicht. Ich sehe die Spinne.
okay. Okay, okay, okay. Raptoren, Spinnen, wir waren da doch noch nicht. So. Viele Raptoren, viele Spinnen. Ich bin da. I believe I can fly. I believe I can touch the stuff. Ja, das war doof. Da war ich einfach zwischen beiden zerquetscht. Ich bin da. Jo, sehr gut. Sehr gut. So. I believe I can fly. Ach, schön. Sowas mag ich. Ich schau mal ganz kurz hier eben auf dem Pier Brosnan nach, ob hier am Ende des Piers wieder irgendwas liegt. Eine Heilschatulle. Aber meist, ja. Ja, ja, ja. Es ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich so. Elexit, dann hier ein Schrottbein, das man nicht nehmen kann. Damit wurden früher Fische erschlagen wahrscheinlich. Hier könnte man sich fast schon niederlassen. Ja, dann wohne auch im Pier. Mir doch egal. Aber generell hast du weg, da, recht, da hinten das Steinhaus. Das wäre halt, ne, also das Haus da vorne. Ideale Lage. Voll schön. Würde ich auch machen. Hier noch so ein Werkschuppen oder was auch immer das war. Wenn man die Viecher... Gefährliche Gegend. Ja. Ich dachte, man kann sich niederlassen. So, was haben wir hier? Neben verboten? Sollten noch leben? Ich, zwei Hände, eins. Cool. Wird mich jemand anzeigen, wenn ich die Sachen hier mitnehme? Zürs Tagebuch. Wow, ist das hier laut. Oh, das ist nicht gut. Wie kommen denn da noch? So. Oh, danke, dass du da warst. Jo. Das hätte schief gehen können. Das ist schief gegangen. Du warst gerade für 3 Minuten tot. Künstliches Koma. Ulfas Tagebuch und Zürs Tagebuch. Okay, lass mal gucken. Zür. Ne, hier. Hier. Zürs Tagebuch. Ist ein Zettel gewesen? Ja. Ich bin vor ein paar Wochen zusammen mit Ulfa aus Goliath geworfen worden. Angrim ist nicht entgangen, dass ich nebenher noch meine eigenen Geschäfte abgewickelt habe. Tja, erst ist man sein bester Mann und dann nur noch eine Nummer auf seiner Abschussliste. Ulfa ist zwar ein alter Sack, aber er hat Lebenserfahrung. Vielleicht wird es hier draußen ja nicht so schlecht werden, wie ich dachte. Jede Nacht raschelt es draußen. Oder man hört ein Knurren. Ich werde hier noch wahnsinnig. Habe Feuer gemacht. Ulfa war unzufrieden. Mir ist scheißegal. Außer seinen Lebensweisheiten kann er ja draußen sowieso nichts Wertvolles beitragen. Der Typ geht mir immer mehr auf den Sack.
Wenn er den Mund aufmacht, kommt nur Mist dabei herum. Ich schneide ihm die Zunge ab. Dann ist Ruhe. Dann ist Ruhe. Mhm, und dann Ulfas Tagebuch. Haben die selber kaputt geschlagen. 2 Monate. 2 Monate bin ich jetzt schon verbannt. Und ich merke jeden Tag, wie sehr mir das alte Leben fehlt. Warum nur musste ich aus Goliath geworfen werden? Pah. Bestimmt trägt man es mir immer noch nach, dass ich vor etlichen Jahren mit meinen Leuten vor Xarkor gescheitert bin. Aber es war ja auch nicht meine Idee, das dumme Weltenherz ausgerechnet vor der Haustür der Alps zu platzieren. Und jetzt? Jetzt schreibe ich diese Zeilen und frag mich, ob das der Lohn für all die Mühen sein soll. Zum Glück ist Sir ebenfalls verbannt worden. Auf ihn konnte ich mich schon immer verlassen. Hm. Irgendwas stimmt mit Sir nicht. Er ist ein junger Kerl und war nie für längere Zeit außerhalb Goliaths. Auch wenn unsere Lage übel ist, brauchen wir einen kühlen Kopf. Leider scheint er das nicht zu begreifen. Besser, ich rede ihm mehr Mut ein. Okay, okay, langsam reicht's. Ich habe die Lebenserfahrung und er... Nichts hat er, nichts! Dieser Hitzkopf versaut noch alles. Mitten in der Nacht macht der Idioten Feuer an und bringt uns in Gefahr. Als ich ihm gesagt habe, er könnte gleich einen riesigen Pfeil aufstellen, der auf unsere Position zeigt, hat er mich einen alten Schisser genannt. Mich! Ich habe meine Waffe nur noch am Mann, denn die Luft ist so dick, dass man sie in Scheiben schneiden könnte. Vielleicht sollte ich auch einfach... Kampfgeräusch. Ja, ich glaube, die haben sich gegenseitig gekillt. Da braucht es gar keine Viecher für. Und Lebenserfahrung hatte recht. Herr Lebenserfahrung hatte recht. Und die Kralle sind die Geschäfte nebenbei. Ich verstehe. Ein schöner Hinweis auf Nebenbeigeschäfte. Nun ja. Die Kralle nur noch am Mann. Warte mal, ein schöner Hammer, der ist sehr wichtig. Ansonsten war es das hier, ne? Die haben sich halt hier eingenistet und nicht drüben im schönen Haus. Ganz ehrlich, da habe ich auch kein Verständnis für. Was liegt da noch? Ein sehr wichtiger Krug für die Quest. Ja, ja, das ist sehr wichtig. Ich verstehe, warum nicht im Steinhaus sind. Ich sehe das bis hierhin, was da drin auf uns wartet. Speichern. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ich erledige das. Mach mal nicht. Na, mein Freund? Ja gut, Saurier oder Verlorener? So. Ach, der kommt gar nicht raus. Gibt's hier gar keine Tür? Müssen wir erstmal reingehen, damit es zum Kampf kommt. Es gibt keine ebenerdige Tür, damit kann der NPC nicht raus, verstehe. Der weiß nicht genau, wo es rausgeht. Gut. Bleib hinter mir! Kommt er da nicht runter? Das war sehr einfach. So. Okay. Ich wollte ihn eigentlich nur rauslocken. Oh, was haben wir denn da? Nummerierter Zettel 1. Nummerierter Zettel 1. Oh, wir haben alle 4. 7.
73791. 7391. So, mal gucken. Eine Sonnenbrille klassisch. Was haben wir denn momentan? Was haben wir denn momentan auf dem Kopf? Sonnenbrille praktisch. Lebewesen können leichter wahrgenommen. Okay, das teste ich mal. Ah. Oh, okay, nice. Problem ist, wir sehen die Gegenstände jetzt nicht mehr, ne? Wir brauchen die Ultrasonnenbrille, die uns alles zeigt. Ring des Kampfes, prima. Das mit den Lebewesen ist natürlich sehr nett. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich präferiere. Ein Geschoss. So, 7391. 7391 nicht. Das war nichts. Ja, ja, ich weiß. Zeig mal her. So, 8, 7, 5, 9, 5. So. Okay, 9 stimmt sogar. Die 8 gar nicht. Dann würde ich hier die 7, 5, 9, 1, 0. Geht doch. So, geil. 10 Zigaretten, ein bisschen Klopapier, nice, danke. Was Leute halt so ein Safe tun, ne? So, Brause, Öllampe. Ich weiß halt nicht, wie der hier gestorben ist. Der ist vor Langeweile gestorben. Guck mal, der, wie entspannt der da sitzt. Ach ja, hier passiert eh nie was. Ja. Da gab's halt kein Gronk-TV auf Twitch, ne? Klar. Da langweilt man sich schnell mal zu Tode. So, Zigarettenstange. 200 Zigaretten. Schön. Weil wir die verkaufen können. Schön natürlich, ne? Aus keinem anderen Grund. So, wir können hier gleich nochmal auf dem Dach gucken. Ich müsste hier eigentlich immer... Ist es da gerade eine Waffe? Habe ich da gerade eine Waffe gesehen? Ja! Ein Schlägel, aber ich bin ganz ehrlich, der sieht ehrlich sehr unspecial aus. Ich glaube, den brauchen wir nicht. Der hat nichts. So. Ich glaube, die Feindessonnenbrille werden wir ab und zu mal brauchen, in besonderen Situationen, aber ansonsten... Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Ja, ja. So wieder ein Sprachsample. Jetzt habe ich es ja gegeben. Das war hart. Da hinten war noch ein Saurier oder irgendwas. Guck mal, wie scheiße der geparkt hat. Kein Wunder, dass sie alle gestorben sind. Konnten gar nichts mehr. Waren völlig lebensunfähig. So, das wäre so ein komischer Anführer, aber die halt. Wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Warte, ich mache mal Folgendes. Ich mache jetzt mal die klassische Sonnenbrille. Ehrlich gesagt. Und er bleibt grün. Ich hätte gedacht, der ist rot. Wahrscheinlich erst, wenn er wütend auf uns ist, ne? Ne, der bleibt grün. Ach, weil der einfach ist vielleicht. Vielleicht, weil der einfach ist. Deswegen ist er grün. Aha. Ich dachte, der Gemütszustand wäre wichtig. Oder Feinde aggressiv, also immer rot und... Nette NPC ist grün. So, entweder warnen wir ja schon. Ah, nee, da kommt gleich eine Spinne raus. Ach so. Eine Spinne, okay. Eigentlich ganz nett hier. Ja, da sagst du was. Sagst du was? Hier waren wir, glaube ich, aber noch nicht, ne? Oder? Auch Berserkerland. So, da ist nix. Alles Berserkerland.
Das heißt, die Berserker haben, glaube ich, A, das beste Land und das größte Land abbekommen. So. Und sie wollen das Land wieder begrünen. Also eigentlich sollte man es wirklich den Berserkern anschließen. Ich stimme nicht bei vielen Ideologien von denen mit überein. Aber das mit dem Land begrünen ist eigentlich eine echt gute Sache. Achtung! So, ich glaube hier, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, da hinten ist der stinkende Stängel. Ich glaube, hier waren wir, ja, hier waren wir schon. Ist gar nicht so lange her, dass wir hier waren. Damit haben wir, glaube ich, hier so ziemlich alles, nicht alles entdeckt. Ja, das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, hier gibt es schon noch einiges, was man noch entdecken kann. Alleine, wenn man sich jetzt da oben hochzergelt irgendwie. Mal gucken, was passiert. Dafür ist der Jetpack ja schließlich da. Ah. Ach, hier ist die Road zu... Ja, hier ist diese Stadt. Und es sind jetzt schon Feinde respawnen. Krass. Nur noch 26 Erfahrung. Lächerlich. Ja, gut, dann sind wir wieder hier, alles klar. Und ja, hier haben jetzt Feinde respawnt, aber auch nur so kleine, wie es aussieht. Hornwölfchen oder... Sicht. Fleisch. Gut. Was wollen wir noch alles machen? Ich wollte eigentlich nur die Waffe testen. Daraus sind jetzt irgendwie 2 Stunden geworden. Hier drüben. Das war der Hafen, ne? Da waren wir mit Sicherheit auch schon. Also kennen wir da alles. Da waren wir, glaube ich, auch schon. Das ist unser Lager. Das heißt, ich würde mal schauen, was wir noch an Quests haben. Hauptmission mal außen vor gelassen. Ah, besser haben wir noch ein bisschen was. Kontaktaufnahme. Lutz will, dass der Kontakt zum Hort wieder hergestellt wird. Er gab mir Koordinaten mit denen ich die Antenne neu ausrichten kann. Dann machen wir bei er besser mal ein bisschen weiter. Oh, Junge. Da ist die Oh, ich weiß, wo das ist. Das ist bei den Alps, ne? Wir sollen die hier schicken uns zu den Alps rüber. Dann kann ich auch mal was anderes probieren. Fällt mir da gerade ein. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ach, interessant. Pflanzen werden jetzt mit der Brille angezeigt. Als Lebewesen, genau wie die Krähen hier und so. Und... Oh, okay. Interessant. Das ist sehr logisch, dass uns die Pflanzen damit angezeigt werden. Wie cool. Okay, gut. Dann würde ich gerne mal was probieren. Ich wollte noch eine Sache... Was das früher wohl mal war. Ja, das war mal besser. Handwerkslehrer, nein. Ich mache noch eine Sache vorher, ja, bevor wir das machen. Wo ist der Kampflehrer? Das war er, ne? Big Jim. Ja doch, Big Jim. Kann ich bei den Berserkern machen. Ich glaube, das ist mal näher dran sogar. Kampflehrer, genau. Ich würde gerne nochmal was probieren. Dann zeige ich mal her. Guten Tag. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Maschinenkiller haben wir. Das ist übrigens sehr gut. Mutantenkiller wäre, glaube ich, auch ganz schön, aber Gerissenheit,
Granaten wäre ganz gut, wenn wir es lernen könnten. Wie viel Lernpunkte haben wir? 2. Vielleicht lerne ich mal Granaten. Und ich wollte Nahkampfwaffen 2 lernen. Hier brauchen wir noch. Ja, das ist zu viel. Angriffsstärke, Stärke und Konsti, okay. Nahkampfwaffen brauchten wir Stärke. Genau, ich habe den Ring jetzt nicht an. Also fehlen uns 5 Stärke. Es ist genau, wie ich gedacht habe. Sowas hätte ich auch gerne. Also, brauchen wir 5 Stärke. Ich guck mal ganz kurz. Dann haben wir 55 Stärke. Für den Feuer-Zweihänder brauchen wir 63. Also ist das, glaube ich, legitim, wenn wir das machen. So. Übernehmen. Jetzt müsste es gehen. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Und jetzt können wir Nahkampfwaffen machen. Eingabe lernen. Jo. Jetzt haben wir Nahkampfwaffe 2 aktiviert. Jetzt kann ich noch einen Kampfring machen, der irgendwie aber nicht viel bringt, wie es aussieht. Aber naja, er ist immer da. Schlösser knacken, Rüstung plus 5 ist... Rüstung plus 5 ist aber auch nicht zu verachten, ne? Kampf plus 2. Des Kriegers, Stärke 5, Kampf 2. Ja, mal gucken. Bücherwurm, Hand... Bücherwurm auch nochmal plus 1. Handwerk. Überlebenskünstler, Geschicklichkeit plus 10. Ja, des Berserkers, maximale Energie plus 10. Des Dienstleisters, mehr haben wir da nicht. Sag mal, haben wir noch Ring eigentlich an? Ring der Härte. Okay, die ist schon ziemlich gut. Maximale Energie, Ring des Outlaws, maximale Energie. Maximale Ausdauer, Feuer, maximale Angriffsstärke plus 5. Angriffsstärke plus 5. Ich glaube, ich bleibe bei der Härte. Maximale Ausdauer plus 10. Ja, nee, dann bleibe ich dabei. Ring des Diebes. Geschicklichkeit. Okay, ja, dann bleibe ich dabei. Okay, und dann mache ich mal... Aus irgendeinem Grund mache ich das wieder. Keine Ahnung. So. Das haben wir. Das wollte ich. Und was ich noch mal wollte, was ich auch noch wollte, dann düsen wir mal ganz kurz rüber zur anderen, zur Schmiede. Vielleicht noch mal ganz kurz ein, zwei Heiltränke nachbasteln. Wir könnten auch Elex-Tränke nachbasteln. Das geht natürlich theoretisch auch. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden momentan. Ich will nicht unbedingt zu viel Elex runtergurgeln. Und dann immer mehr Kälte, immer mehr Kälte, immer mehr Kälte, immer mehr Kälte. So, kleiner Heiltrank. Wein, 21. Kleine Heilpflanze, 125. Oder so geht's natürlich auch. Mit kleines Heilkraut und eine Menge Wasserflaschen. Komm, ich mach mal ein paar kleine Heiltränke, dann haben wir nämlich das Zeug los. 38. Und dann mache ich ein paar normale Heiltränke. Indem ich zwei, hier kann ich Wein und Heilpflanze machen, das geht auch. Oder ich kippe mal die kleinen Heiltränke zusammen alle. Dann haben wir 37 Heiltränke, das reicht ja. Ich kann auch diese hier machen mit dem Wein und so, das geht auch. So. Dann haben wir jetzt 59 Heiltränke wieder. Juhu! Ich guck nochmal was. Und ich speichere immer zwischen. So, warte. Roter Stein. Okay, wir haben einen roten Stein, das ist gut. Wir können auch zwei kleine, wir können auch zwei weiße Steine machen. Grüne Stein. Blauer Stein können wir nicht machen. Gelber Stein geht. Großer roter Stein. Dafür brauchen wir 4. Oh Gott. Das heißt, wir brauchen 12 kleine rote Steine. Um Gottes Willen. Um den großen roten Stein zu kriegen, um richtig Damage zu machen. Uff. Ich muss mal googeln, ob man die kleinen oder die kleineren Steine, wenn man die sockelt, das habe ich schon mal gesagt an genau dieser Stelle, wenn man die sockelt, ob man dann zufälligerweise die auch wieder rauskriegt.
Ich würde sonst gerne die roten Steine auch selber herstellen, aber das geht natürlich gar nicht. Kleiner roter Stein geht offenbar nicht. Ring der Verteidigung, Ring der Vitalität. Auge eines Zyklopen. Trollherz. Oh, Ring der Kraft. Das könnte interessant werden hier noch. Abel des Kämpfers. Angriffsstärke und Paradestärke plus 5. Aber Stärke plus 0. Okay. Amulett des Banditen plus 1. Und hier auch. Ah, okay. Energiespeicher füllt die mentale Energie wieder auf. Okay, okay. Und Elex-Tränke wollte ich noch nicht machen, ne? Ich kann natürlich die kleinen Elex-Tränke erstmal loswerden. Wie viel haben wir denn da? Kleiner Elex-Trank, 3 von 2. Das ist nicht so viel. Schnappes haben wir noch ein bisschen. Reines Elex. Okay. Ich mach das irgendwann später mal. Ich meine, wir können halt noch ein paar. Und ich glaube, haben wir noch Tränke? Ich weiß es gar nicht. Kann sein. Ja, doch, haben wir noch. Ich glaube sogar 12 oder so, ne? Und ich könnte die alle runtergurgeln und in Skills investieren. I know, I know. Hier oben. Hier muss es doch irgendwo noch einen Teleporter geben, oder?